Hallo Leute und willkommen zurück zum Sonic Adventure 1 Let's Play. Ich bin ZeloSQ und wir haben im letzten Part haben wir Sonic Story endlich abgeschlossen. Ich habe zwar nicht all seine tollen, sage ich mal, Upgrades bisher ergattert, aber ihr wollt ja auch etwas von der Story erfahren. Ihr wollt ja auch wissen, warum ich Sonic Tails und Knuckles Story so hochpreise. Amy's ist einigermaßen interessant. Die von Gamma reden wiederum, von E102 Gamma finde ich wiederum interessant. Big the Cat Story ist für mich eher eine Art nettes Gimmick, was man als Minispiel so reingebaut hat. Aber dazu halt später etwas mehr. Jetzt beschäftigen wir uns in diesem Teil jetzt mit Tails Story. Und da gibt es auch nochmal ein paar interessante... geht es hauptsächlich um Tails Selbstbewusstseinsaufbau und dass er sich viel zu sehr als Schatten von Sonic sieht. Er dann wirklich sein eigenes Ding werden will, oder sein eigenes, sein eigener Charakter, wenn man so will. Und genau, und Tails seine Story beginnt mit seinem ersten Flug mit der Tornado One. Everything's working great. All systems go full speed ahead. Genau, sein erster Testflug mit dem Chaos Emerald, den er da befestigt hat. Uh-oh, what's this? Und der läuft ziemlich schief. I'm out of control. Mayday, mayday. Going down. Look out below. Natürlich haben wir dann einen ziemlich schrecklichen Unfall erlebt. Sonic hat uns dann gerettet, nämlich hier bei Emerald Coast. Den Teil, den wir in Sonic Story hatten. So verbinden wir die Story wieder ein bisschen miteinander. Dann die nächste Szene, die kennen wir eigentlich schon zum Teil. Jetzt kommt das halt aus Sicht von Tails. Wir haben entsprechend auch ein bisschen andere Dialoge. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply! It's a Chaos Emerald! No way! I was lucky to find one of the 7 Chaos Emeralds. Ja, also im Fokus der Story steht wirklich Tails, der sich als Mechanik-Genie erweist und auch bewährt. Genau, wir begeben uns jetzt erstmal zu seiner Werkstatt. Hier steuern wir erstmal Tails und Tails kommt einerseits mit seinem Flugfähigkeit daher, die er auch nur begrenzt einsetzen kann. Also ich drücke hier die Sprungtaste zum zweiten Mal und dann sinkt er langsam darunter. Außerdem hat er einen direkten Angriff, nämlich hier die Double Tails of Doom. Das ist dann auch seine einzige Möglichkeit anzugreifen. Der normale Jump und dieser Spinning-Angriff sind eigentlich die einzigsten Sachen, mit denen man sich wehren kann. Und natürlich fürs Platforming haben wir noch die Flugfähigkeit hier. Ja, und ansonsten gibt es von Tails Steuerung nicht viel zu sagen. Steuert sich im Prinzip wie die anderen Charaktere auch. Und ja. Genau, entsprechend haben wir auch mit den NPCs hier andere Dialoge. Außer ein paar wenige, die haben immer noch die gleichen Dialoge. Nee. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt meine ganzen Tierchen noch habe vom Sonic LP. Und würde dann mal reingucken. Ja, ich glaube nicht, aber wir gucken einfach mal. Nee, haben wir nicht, aber ist auch nicht weiter schlimm. Mal seit langem mal wieder die Charles besuchen, habe ich auch schon eine gute Weile nicht mehr gemacht, seit einigen Parts. Liegt einfach daran, dass da viel zu viel Action losgegangen ist und viel zu viel Story, als dass ich jetzt hier gewollt hätte, die jetzt einfach zu entreißen. Ich muss hier mit Tails, muss ich allerdings echt aufpassen, weil ich kann hier mit A, mit meiner B-Taste, kann ich hier den Spin-Dash machen, den Spin-Angriff. Und das will ich nicht machen bei den Charles. Das tut denen weh und die haben mich dann weniger lieb und oh.
So, da haben wir unseren kleinen Frechi wieder. Versucht gerade ein bisschen zu schwimmen. Ja, du braver, du. So, auf jeden Fall, hier können wir sonst nicht viel tun. Ich möchte eigentlich noch Tierchen sammeln und so. Aber ihr werdet eh bei Tales Story merken, so, ja, sag ich mal, präzises Kämpfen von Gegnern werde ich nicht haben. Sondern werde mich hauptsächlich darum bemühen, ganz schnell von A nach B zu kommen. Ach, jetzt weiß ich, was ich bei Sonic Story vergessen habe. Was für eine welche Stelle ich vergessen habe. Nämlich muss ich hier mit dem... Man kommt aber normalerweise... Ich glaub, man kommt hier auch mit Tails rein. Jetzt wäre das ja nicht mehr da. Also ein bisschen kniffliger. Ich versuch's jetzt einfach mal ein paar Minuten. Da kann man nicht so direkt springen. Man wird dann immer von einer unsichtbaren Mauer aufgehalten. Ich glaube aber, man kommt irgendwie da rein. Ansonsten mache ich einen kurzen Jump Cut zu Sonic Story. Hätte ich jetzt auch an der Stelle mal ganz kurz gemacht. Ich hätte mir das jetzt Upgrade ganz kurz geholt. Bevor ich das komplett vergesse. Genau, also es ändert sich im Prinzip auch jedes Mal, wenn wir einen Charakter wechseln, dann haben wir im Menü auch die Stimme von dem Charakter. Haben die ganz nett gemacht und später dann fest reingemacht, im Sinne von, dass man auswählen kann, wessen Menüstimme man benutzt, was sich auch bei späteren Spielen, nennen wir jetzt Last Blue zum Beispiel, ja etabliert hat, das Ganze. Und mit Sonic probiere ich das jetzt gerade mal hier zu aktivieren. Genau, und hier haben wir schon besagtes Armband vom Ending. This is the crystal ring. This reduces the time needed to store power for the lightspeed dash. Ja, genau, das war irgendwas so in der Richtung, ein nettes Gimmick. Also wir laden einfach viel kürzer auf für das Ganze und sind innerhalb von ein paar Sekunden schon aufgeladen. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich zu dem Upgrade zeigen wollte. Die Upgrades von Tails und Knuckles finde ich allerdings interessant. Dazu kommen wir aber noch. Jetzt komme ich mal wieder zurück zu Tails seiner Story. So, am Anfang hat jeder so eine kurze Zusammenfassung von seiner bisherigen Story, aber das sparen wir uns ja. Wir haben jetzt gerade eben bis eben gespielt. Und ich möchte eigentlich ziemlich sicher, man kommt da hoch. Hätte ich jetzt gemeint. Also zu 99% bin ich sicher, man kommt da hin. Auch als nicht. Ah, bingo! Ah, hab ich's geschafft! Ah, sehr gut! Ah. Leider gibt's da für mich nichts zu holen. Ich habe eigentlich echt gemeint, dass da irgendein Hardcore-Upgrade war für Tails. Von wegen Spinning-Angriff oder sowas. Aber nee, nichts in der Art. Schade eigentlich. als spezielles Upgrade, so für diejenigen, die irgendwie doch Hardcore. So, hier können wir uns nochmal ein bisschen Station Square genau anschauen. Dadurch, dass wir hier von A nach B kommen, relativ unspektakulär und einfach. Hier kommen wir auch an manche Stellen, wo Sonic überhaupt nie hinkommen könnte. Und hier haben wir direkt ein Upgrade für Tails. Etwas, was man eigentlich nicht finden sollte, wenn man normal, wenn man auf normalerweise spielt. Aber ja, dann habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie man den Jet Anklet kriegt. Und den habe ich ehrlich gesagt gedacht, aber ich wusste nicht mehr genau, wo der sein soll. Auf jeden Fall könnt ihr damit etwas schneller fliegen, seid damit etwas schneller unterwegs. Ich kann es ja auch gleich mal wieder zeigen. Ich glaube, das hätte ich mir mal nehmen sollen, bevor ich mir diese Stelle hier angeschaut habe. Ihr seht, also ich fliege viel schneller. Ich kann von A nach B kommen, so wusch, voll unglaublich schnell. Und damit ist dann wahrscheinlich dieses Ding hier oben auch überhaupt kein Problem mehr. Vielleicht erscheint das auch erst, wenn ich das habe. Ah, bin ich festgehangen. Aber es geht auf jeden Fall viel schneller, seht ihr. Ich sehe nach wie vor nichts, aber ich möchte das einfach mal
zeigen, wie leicht es jetzt mit dem Ding ist. Natürlich auch nur, wenn ich es hinkriege. Aber aktuell kriege ich es nicht hin. Seht mich an, ich verschwende gerade eure wertvolle Zuschauerzeit mit meinen Ausprobierereien. Ah, also ganz easy. So, ja. Und das Jet Anklet, das wird uns in vielen Teilen von Tales and the Story noch praktisch sehr nützlich werden. Auf jeden Fall gibt es hier ebenfalls Station Square in seiner Glorie. Hier alles abgesperrt, nicht weiter schlimm. Hier bei der Zeitungslady kann man noch nette Infos kriegen. Ja, das ist natürlich geil, wenn man einen Zeitungsstand hat, ja. Andererseits hat man das Internet heutzutage. Tralala, wir sind verliebt, oh Typ. Also Twinkle Park ist aktuell geschlossen. Genau, das wird dann später wieder repariert sein, sobald es dann um Amys Story geht. Also wenn Amy auf der Bildfläche erscheint. So, das mit dem Springen haben wir natürlich schon alles gewusst. Und ich spreche nochmal ein bisschen NPCs an und so. Und diejenigen, die aufmerksam bei Sonic Story aufgepasst haben, wissen ganz genau, was jetzt als nächstes passieren wird. Aber ich werde jetzt mal an der Stelle nicht spoilern für diejenigen, die jetzt Sonic Story nicht so verfolgt haben. Die eigentlich nur für die Charakter-Stories interessieren. Wobei das schwierig bei mir zu erkennen ist. Vielleicht werde ich da spezielle Thumbnails machen. Auf jeden Fall, wir sind hier schon angekommen bei den Mystic Ruins. Das Schöne ist, bei Tales Story, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon vermutet, was ich da machen wollte, kann man bei Tales Story, wenn man das Jade Anklet hat und auch so, kann man hier raufspringen auf den Zug. Also, deshalb mag ich eigentlich Tales viel mehr. Und hier seht ihr, die Schienen nehmen ihr Ende. Also, gut, wenn es eine Endstation ist, kann ich das verstehen, weil dann würde es auf die andere Seite, die andere Richtung wieder zurückfahren. Aber was auch noch nett zu finden ist, ist nämlich das hier. Man kann hier rein, beziehungsweise kann hier auf den Schienen rumlaufen, aber da nicht rein. Haben wir ein bisschen aufgepasst, dass man das nicht machen kann. Ansonsten kann man hier nochmal schön die Mystic Ruins mit als Tales bestaunen. Auch etwas schneller unterwegs hier als bei Sonic. Genau, da kann man das hier reinschieben. Hat hier nochmal so einen spezielle Plattform. Und hier so eine Flasche, was es sein soll. Genau, hier haben wir ein Silberei, das wir mitnehmen können. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mitnehme. Ah, Bingo! Das Silberei enthält wiederum einen silbernen Chao. Aber wir müssen jetzt hier rauskommen. So. Ah, hier. Habe ich doch gewusst, dass man irgendwo da rein raus kann. Was ihr da nette Special seht bei mir, ne? Hier mit dem Silberei. Genau, im Prinzip das Silberei, das bringen wir jetzt zurück nach Station Square. Und bringen das wiederum in den Chao-Garten. Und schlüpfen dort einen silbernen Chao aus. Oh. Es gibt auch einen Gold-Chao. Beziehungsweise, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich das schon gerettet, das Ei, oder wie komme ich da ran? Muss gerade selber noch mal überlegen. Ja, auf jeden Fall, es gibt auch ein Goldei. Das befindet sich in diesem einen Laden, den ich da mit Sonic betreten habe. Frage ich mich natürlich jetzt gerade, wo ich denn das Silberei habe. Oder habe ich es jetzt im Nirvana verschwinden lassen? Das kann natürlich auch sein.
Und natürlich an der Stelle ziemlich blöd. Ach, da ist es ja. Bisschen schwierig zu packen, das Ei. Ich drücke eigentlich immer die Aufhebtaste. Ich möchte das Ei nehmen. Oh Gott. Das ist versteinert. Warte, ich geh nochmal hier raus. Nochmal rein. Greif nochmal zurück nach Station Square und dann gleich wieder zurück. Also jetzt schaue ich mir in der Aufnehmpause mal kurz an, wie ich das mit dem Silberei mache. So, gerade mal wieder hier runter. So, eigentlich sollte es ja hier direkt liegen. Ihr könnt euch vorstellen, wie verwirrt ich gerade im Moment bin. Und plötzlich ist das Ei da. Hä? Hä? Swat? Swat, swat. Ich kann das jetzt schon schütteln. Ich weiß gerade echt nicht, was ich damit machen soll. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt hier einen dritten Schaugarten. Habe ich ganz vergessen gehabt. Und jetzt ist mir gerade eingefallen. Man kann nämlich hier nicht zu Tails Werkstatt hoch. Es gibt hier drüben, gibt es nochmal einen Übergang. Wo es rüber geht zu dem nächsten Schaugarten. Ja, das ist für Nugget Story wichtig. Aber das andere Ding ist für uns wichtig. Jetzt bringen wir das Ei direkt in einen Chao-Garten rein. Und haben das Ei jetzt hier. Wenn wir das dann ein wenig schütteln und ein wenig liebevoll umarmen, dann sollte jetzt auch gleich ein silberner Chao schlüpfen. Ah, da schlüpft schon was. Ja, süß! Das ist jetzt ein silberner Chao. Der ist einfach nur anders gefärbt. Ich glaube, der kriegt auch leicht bessere Stats, aber ich finde den auch an sich so ziemlich putzig. Jetzt können wir hier zum Beispiel diesen Chao nehmen und nach Station Square transportieren. Also zum Chao-Garten in Station Square gehen. Werde ich auch an der Stelle machen und habe den jetzt auch schon hier abgestellt. Und gehe jetzt auch zurück zu den Mystic Ruins und werde mir da noch die beiden Chao-Eier anschauen, die wir hier noch haben. Also an sich überlege ich eigentlich auch, ob ich meine ganze Sippe hierher rüber transportieren soll. Genau, da haben wir unseren nächsten kleinen Chao. Oh, süß! Ich glaube, ich tue wirklich meine ganze Sippe hier hin. Das ist echt schön, hat viel Platz. Aber dann ist es schwierig, dann meine Chaos wiederzufinden in dem Geraffel, aber ja, wird schon klappen. So, unser nächster. Süß! Und ich glaube, das werde ich jetzt wirklich machen, dass ich jetzt meine ganzen Chaos mal hier rüberbringe. Also gerade mal hier, bitteschön, zurück. Dann schnappe ich mir meinen silbernen Silver Server. The Silver Surfer! So, den stelle ich schon mal hier ab. Und dann gehe ich wieder zurück. Das ist das Schöne jetzt, was die bei dem Spiel gemacht haben. Man hat einfache Transporter. Geht von, damit von A nach B. Da habe ich hier Frechi. Den bringen wir jetzt ebenfalls nach zu den Mystic Ruins.
Einzigster Nachteil bei dem Ganzen ist, ich muss dann, wenn ich dann Tiere verteilen will und sowas, muss ich dann unbedingt zu den Mystic Ruins gehen. Weil wenn die Tiere hier landen, die werden nicht transportiert. So, den kann ich jetzt mal kurz aufwecken. So ganz glücklich scheint er auch nicht darüber zu sein, dass ich ihn jetzt aufgeweckt habe. Aber tut mir leid an der Stelle, ich muss dich jetzt hier mal rüber transportieren. So, dann setze ich dich hier ab, jetzt kannst du hier weiter schlafen. Oder rumkrabbeln, was auch immer. So, auch als Tails kann man hier hoch. Auf jeden Fall viel Platz für die Chaos. Und hier haben wir noch die silberne Eierschale. Die Eierschale können wir insofern noch benutzen, dass wir die auf den Kopf vom Chaos setzen können. Und ja, einfach optisch verändern damit. Später hat es in Sonic Adventure 2 hat es einen größeren Sinn, wenn man so will. Ich glaube, da kann man tatsächlich seine Chaos mit schützen bei den Kämpfen. Aber das ist für uns jetzt nicht weiter interessant. Wir gehen jetzt hier raus. Zurück in den Mystic Ruins. So, interessiert uns jetzt an der Stelle nicht großartig. Da haben wir hier noch einen Forscher, glaube ich, auch nochmal an. So, und ich gehe jetzt erstmal hier. Schau mich noch ein bisschen um. Auf jeden Fall haben wir hier ein schon mal silbernes Ei gefunden. Und ja, könnt ihr euch gleich mal für euch merken, wenn ihr dann Lust hättet auf einen silbernen Chao, dann müsst ihr einfach nur hier einen Schalter aktivieren und könnt dann eigentlich richtig, könnt ihr eigentlich direkt das machen. So, ich weiß jetzt gerade nicht, was der Sinn hier war, was ich hier unten machen kann. Dafür gibt es hier eine Stelle. Upsala, bin ich jetzt gestorben. Ups. Sorry. Ich wüsste auch nicht gerade, wofür die Stelle nochmal war. War das vielleicht ein anderer Charakter in der Story? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir gehen uns jetzt zu Tails in der Werkstatt, machen wir ein bisschen der Story weiter. Well, well, well. If it isn't Sonic and Tails. Merkt euch an der Stelle, der redet ziemlich dunkel bei Tails Story. Vielleicht ist das auch nur seine Wahrnehmung bei Tails. Oder vielleicht ist das auch richtig so. Auf jeden Fall etwas dunklere Aussprache hat Eggman bei Tails seiner Story. Ansonsten der Boss eigentlich ziemlich der gleiche, ist ebenfalls Egg Hornet, macht die gleichen Angriffe und überhaupt. Der Fokus hier ist bei uns, da wir kein Homing Attack haben, den mit unserem Spinning Angriff anzugreifen. Auch cool, wie es Tails Story eigentlich direkt anfängt mit einem Bosskampf, wenn man so will. Nicht mal eine Stage, aber gleich mal ein Bosskampf. Ah, ich war ein bisschen zu langsam. Auf jeden Fall muss man hier entweder mit einem normalen Sprung, wollte ich eigentlich jetzt nicht machen, oder mit einem Spinning-Angriff machen. Kann ja auch im beim Rennen kann ich den für den Spinning-Angriff machen und ich drehe mich kurzzeitig. So, so hätte ich jetzt zum Beispiel angegriffen. Diesen Drehangriff kann man später erweitern, dass man sich länger dreht, mehr Radius hat und alles, das kommt alles noch. Eigentlich, dass ich das Jet-Anklet so früh bekommen habe, ist eigentlich, glaube ich, nicht mal vorgesehen. Ich glaube sogar, ich kann Eggman angreifen, wenn ich hier... Nee, kann ich nicht. Schade, schade. Ich hätte eigentlich sogar schon gedacht, vielleicht könnte ich Eggman dann schon direkt angreifen. So, sonst schon sind wir mit dem fertig. Oh, Tails, go Tails! Tails is the best! Tails ist auch durch dieses Spiel
Und Knuckles sind meine Lieblingscharaktere dadurch geworden, durch ihre Stories. Und auch die Stories, die sie haben in Sonic Adventure 2. That was just too easy. Gotcha. Hey, he snagged it. Oh no. Swiper, nicht klauen. Chaos could use a little snack. Who's Chaos? That's the monster I saw the other day. Monster? Oh snap! He transformed again. Yes, yes, yes. It's really happening. Just as the stone tablet said it would. Hear this, Sonic. Chaos' strength increases every time I give him a Chaos Emerald. All he needs is 7 emeralds to become invincible. Then he will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Land. Den Plan kennen wir ja schon irgendwie, ne? Auf jeden Fall ist Eggman in Tails seiner Story viel zielstrebiger, wenn man das von den Dialogen rauslesen kann. Wir können nicht das Monster nicht größer werden. Es könnte ugly. Du hast recht. Chaos muss gestoppt werden. Und er kann sein, wenn wir ihn weg von mehr Emeralds, right? So what do you say, Sonic? Let's find the Chaos Emeralds before Eggman does. Klingt nach einem Plan, ne? Deshalb ist Tails auch der Kopf der Bande. So, auf jeden Fall genau wie bei Sonic Story auch. Hier haben wir diesen Windstone. Den können wir als Schlüssel benutzen und können uns dann zu Windy Valley begeben. So, und nach Windy Valley gehen wir dann auch im nächsten Part. Ich werde aber erstmal hier den Schlüssel einsetzen. Key. So, und wir begeben uns im nächsten Part des Sonic Adventure Let's Plays zum Windy Valley. Hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und tschüss.